Temperaturen bewegen sich in Deutschland aktuell zwischen minus 13 Grad an den Alpen und minus 5 Grad im Emsland. Bei uns in Schierstein waren es heute in den Morgenstunden minus 6 Grad. Die Trendprognose weiterhin sehr kalt. Wir hörten uns bei den Schiersteinern um, ob ihnen die Kälte zu schaffen macht. Deutschland stöhnt. Macht Ihnen die Kälte zu schaffen? Nein, mir macht sie gar nichts. Man muss sich nur richtig anziehen. Ja, auf jeden Fall. Wenn man älter wird sowieso, dann ist man kälteempfindlicher. Und man überlegt dann, was man anziehen soll. Ob man drei Paar Unterhosen anziehen soll oder ob zwei Paar reichen. Aber wenn man dann in der Sonne schön spazieren geht, und dann macht es schon Spaß. Minusgrade in Deutschland, macht Ihnen die Kälte zu schaffen? Ja, die macht mir sehr zu schaffen. Und wie schützen Sie sich gegen die Kälte? Indem ich mich warm anziehe und vielleicht Zwiebel-Look habe. Und wenn es mir warm wird, wenn ich eine Tasse Tee getrunken habe, es wird mir warm, kann ich es wieder ausziehen. Och, solange es so ruhig, so windstill ist wie jetzt, kein Problem. Komme ich ganz gut mit aus. Muss mich halt nur warm anziehen. Ja, jetzt bin ich hier in dem neuen Geschäft von dem Herrn Fuhr. Herr Fuhr, macht sich das bemerkbar? Die Kälte? Kommen weniger Leute zu Ihnen zum Frisieren? Ja, in der Kälte kommen die Leute weniger. Ist so, weil es einfach zu kalt ist am Kopf. Dadurch werden die Besuchsrhythmus anders verlagert. Und Ihnen persönlich, macht Ihnen die Kälte was aus? Überhaupt nicht. Gar nicht. Deutschland stöhnt, es ist sehr kalt. Macht Ihnen die Kälte zu schaffen? Ja, leider macht sie mir zu schaffen. Obgleich ich es ja eigentlich aus meiner Jugendzeit gewöhnt sein müsste. Ich bin in Norddeutschland aufgewachsen und da war es ja im Winter immer knackig kalt. Ja, Sie sagen es. Also früher war es ja regelmäßig Winter bei uns. War und normal. Jetzt macht man ein großes Hallo, wenn mal minus 8, 9 Grad sind. Ja. Also Sie können sich auch erinnern an kalte Zeiten. Ja, sehr. Vor allen Dingen auch eben im Krieg und wo man nicht richtig heizen konnte, kurz nach dem Krieg, wie ich dann hier nach Wiesbaden kam. Und dann war ja auch das Problem mit der Heizung. Da mussten wir durch. Macht Ihnen die Kälte zu schaffen? Mir nicht. Richtig anziehen, oder? Ja, genau. Okay, danke. Und macht Ihnen die Kälte zu schaffen? Nein. Nein? Nein, ich habe einen Kamin daheim. Deutschland stöhnt. Macht Ihnen die Kälte zu schaffen? Nein, ich finde es wunderschön, gerade bei dem Wetter. Außerdem war ich letzte Woche im Skiurlaub und habe das richtig genossen und bin froh, dass es jetzt auch mal knackig kalt hier ist. Deutschland zittert. Macht Ihnen die Kälte auch zu schaffen? Nein. Das macht Ihnen... Ich finde das Wetter sehr gut. Ja? Ja. Und so trockene Kälte tut Ihnen gut, ja? Ja, natürlich. Ja. Und Sie frieren nicht? Nein. Also wenn ich gut angezogen bin, warm, dann ist es sehr schön. Ja, Deutschland stöhnt. Macht Ihnen die Kälte zu schaffen? Sehr. Wir als Dachdecker sind natürlich besonders davon betroffen. Das Wetter ist wunderbar, wir haben blankpolierten Himmel. Das Einzige, was wir nicht haben, sind Temperaturen, die plus sind. Aber wir müssen, die Pflicht ruft, deshalb müssen wir trotzdem ran. Und Deutschland stöhnt über Kälte. Macht Ihnen die Kälte zu schaffen? Nein, überhaupt nicht. Ich finde es super. Ihnen die Kälte auch zu schaffen? Ja. Aber man kann ja was gegen tun, oder? Ja. Sie haben sich warm angezogen. Ja. Danke. Macht Ihnen die Kälte auch zu schaffen? Eigentlich nicht. Wenn es so trocken, kalt und bei Sonnenschein, eigentlich nicht. Deutschland stöhnt, macht Ihnen die Kälte zu schaffen? Ja, auch auf der Arbeit hat man kalte Füße, obwohl wir in einer Bäckerei arbeiten. Mir macht die Kälte nichts aus. Lieber trocken kalt wie nass. Wir haben Winter hier, ja. Das ist so. Und wir haben Februar, wie alle Jahre. Anders geht's ja nicht, ne? Macht Ihnen die Kälte zu schaffen? Nein, absolut nicht. Wir wollten doch immer Winter haben. Jetzt haben wir ein bisschen Winter. Außerdem sieht es ja schön aus, blau. Also wesentlich besser als Regen, ne? Macht Ihnen die Kälte nichts aus? Nein. Nein. So, wenn so bleibt, ist doch gut. Trocken kalt. Genau. Okay. Gut. Und Ihnen, junger Mann? Mir macht ja auch nichts aus. Solange die Sonne scheint, es bleibt trocken, ist es gut. Ja, jetzt befinden wir uns hier im Schiersteiner Heimatmuseum. Herr Bende, heute Morgen hatten wir am 2. Februar 6 Grad minus. Ist das eigentlich was Außergewöhnliches im Winter? Nee, eigentlich nicht. Wir hatten schon viel kältere Zeiten hier in Schierstein. Also 1956 war der Hafen so. Da haben Sie doch bestimmt auch ein paar Bilder davon. Haben wir Bilder, können Sie sich hier ein paar Bilder aufnehmen. 1956 sind wir über den Hafen gelaufen, über den Rhein nach Budenheim. Von Hören und Sagen war 1929 auch der Hafen zu, war sogar ein Karussell auf dem Schiersteiner Hafen.
Aber was wir uns gerade anschauen, das sind alles Fotos von 1956. Jawohl, alles Bilder 1956. Sehr schön. Was macht mir gegen die Kälte? Warm anziehen und einen guten Glühwein trinken. Danke, Herr Bender. Tschüss.